Hallo und herzlich willkommen zu Anvil Saga. Das Spiel ist seit kurzem auf Steam raus. Wer hier gelandet ist, kennt es vielleicht schon. Es ist so ein bisschen ein Story-driven Game über das Leben eines Schmieds im Mittelalter. Wir hüpfen jetzt aber auch gleich rein hier. Ich mache jetzt nicht mehr groß Trara. Wir gehen rein und gucken uns die Sache an. Neues Spiel im Story-Mode. Das Tutorial kennen wir, das brauchen wir nicht. Kurze Anmerkung, das Spiel ist komplett auf Englisch, also wir haben die Möglichkeit zwischen Englisch und Russisch. Russisch bin ich nicht so bewandert, das tendiert gegen minus 10, nicht nur 0, sondern ins Minus. Deswegen Englisch, ich werde die Texte auf Englisch vorlesen, vergebt mir, ich habe nur Schulenglisch drauf und Englisch aus Musik, die ich höre. Ich bin nicht der allerbeste Englisch-Speaker hier. Father, that's it. Hold the hammer tight. Swing your arm up and strike the blank. I can't. I'll never become a master like you. Listen, when your mother and I came to Frost, we didn't have a single penny on us. Nothing but fire in the eyes and my old instruments. Really? Not a single penny? Not more than a couple of thalers, to be sure. Ja, Penny bringen ihm in Frankreich eh nichts, ne? Kann er seinen Sohn anlügen, wie er will, der Sack. Der Erzähler, okay. This is Arthur, the hero of the story, and your main character. Since childhood, he's been helping his father in the forge, but he's pretty good in any kind of craft. Arthur, my son, make some ingots at the smelter. We have a lot of work today. To complete orders, you need ingots. Ingots are smelted out of ore. Right-click on the smelter so that Arthur starts making ingots. Ja gut, das kam im Tutorial auch schon vor. Im Prinzip machen wir hier unsere Ingots, unsere Barren. Und hier nebendran können wir aus diesen Ingots dann Gegenstände basteln, ne? Father, excellent work, son. Go flip the sign, we're opening. Yippie, Eröffnung! Look, it's Finley. His whole family comes to the fair every year. The young lady next to him is his daughter Olivia. Is it the merchant from Gascony? Yes, judging by the look on his face, he's happy with my forging. There goes Shaw Shuck Jr. Oh God. Ew, can't stand that guy. Shaw Shuck, der Sack oder was? There, there. His father is a respectable craftsman and Jean-Jacques Junior is too slow either. Isn't too slow either. Though he didn't inherit his father's talent. Jean-Jacques Junior, no. Don't let your emotions get the better of you. Learn how to conduct business because that's what he excels at. Und dann kommt hier noch der Händler ins Spiel mit seiner Tochter Olivia, die hier angekommen sind. Der Merchant, Oscar. You are here too. How are you faring? Thanks for the instruments and the harness is also perfect. Glad to see you at the fair. What brings you here, Finley? I'd like to order a small trinket, a brooch for my beloved daughter. To this, do this for me, would you? Wahrscheinlich dürfen wir es gleich machen. It's a piece of cake, right, son? You got this. Ja, ich hatte es nicht mal gelesen. Was irgendwie was klar. Monsieur Finlay and Mademoiselle Olivia, I'm glad to see you both. Hello, Arthur. Oscar? Why didn't you order the brooch for my father? His shop is just over there. For a lady as charming as the fair Olivia, I could have even given you a discount. Thank you, Sir Shuck. Der Sack. But Oscar and I have gone through hell and high water together. Any orders I have are only for him. Ja, weißt Bescheid, hä? So, so. Well, let's see how Arthur does it then. Ja, jetzt müssen wir das Ding hier annehmen. Zack. Der Erzähler wieder. Sometimes you have to make a choice that will affect events further in the story. You'll see one of them now. Each option has a chance of success or failure. Study them carefully. You won't be able to go back on your choice. Oh, oh. Oh, oh. Das mag ich ja in The Quarry schon nicht. Jetzt geht es hier auch los.
So, the merchant ordered a brooch for his beautiful daughter. My father brought a jewel for Baron's ring with him. I could probably use it. Wir können entweder dieses Juwel verwenden, eine normale Brosche machen oder ein Fake-Juwel. Ja, gut. Ups, das wollte ich nicht. Ja, ich glaube, wir machen eine simple Brosche, weil das Juwel ist ja für ein Dings gedacht, ne? Ja, 70% Erfolgschance müsste wahrscheinlich schon hinhauen, eventuell. So, und jetzt müssen wir die Brosche machen hier an der Schmiede. Klöbbel, klöbbel, bis das Ding fertig ist, draufhämmern. Dad, it's all done. Here. Good lad. Good lad. Ui, lad. Here, it's all done. It's lovely, isn't it? Let me see. The work is absolutely stunning. Look. Hmm. Not bad. Not bad at all. Never would have thought Ava had made it if I hadn't seen it for myself. The Shawshank is schon so ein kleiner Drecksack. Do you really think your blacksmiths are the only ones who know their way around the forge? My Arthur is a natural. My god, what a marvel. Thank you so much. Dad, look at the way it glitters in the sun. Wow, my friend, I'm impressed. Here, I gladly pay your extra. You better be ready. I'll tell everyone about your amazing skills. Oh oh, jetzt kommt die Arbeit ins Hause dann. Da ist noch der Baron. Ah ja. Hello, blacksmith. Still working hard? Yes, more or less. My son's helping out a lot. He's even much better than me at some things now. Ah, he really looks like you. Now then, will you make me a ring? We'll do our best. Get to it, son. Good day, esteemed Baron. If you'd given the order to my father, you'd already have your new ring. Kannst du nicht einfach abhauen? To deinem Vater, du Sack. I am aware of your father's skills as a craftsman. However, Oscar can do the same work for half the price and guarantees quality. Nee. Ja, komm, hier, wir haben das Juwel ja noch. Das heißt, wir machen ihm jetzt einfach seinen Ring, ne? So wie es sein muss. Das sind wir ehrlich, da kennen wir nichts. Oh, is it really done? It's ready, sir, here. The esteemed Baron picked such a fine gem that even you, Arthur, would be hard-pressed to ruin it. Thank you, Shawshank. Perhaps you'll manage the same on your own one day. Oh, wow, not bad. Good work. You're a chip off the old block, good lad. Thank, it's great to have your work appreciated. Sure it is. Have a good day and a great time at the fair. Ja, danke. Looks like it's time for us to head home. Close the stall. Geht weg. Press the sign at the stall to stop customers from coming in. Ja, das habe ich ja gemacht. Let's go, son. Wo gehen wir denn hin? Okay, ich glaube, das war ein kleiner Hänger. Father, what do you think about me and Olivia? Can we be friends? We are just not their equals, son. But in a merchant's family, a groom is judged by how fat his purse is. Cheer up, everything is in your hands. My father's words were no surprise to me. Inequality is both the scourge and the foundation of our society. However, the sincere smile and charming eyes of the merchant's daughter made my heart ache. The fair was coming to an end, so we gathered our belongings and set off home. It was the last fair I got to visit with my father. The disease hit him hard, but even to his last breath, he did his best to transfer his knowledge and skills to me, even when he could barely hold a hammer in his trembling hands. I had no choice but to make my father proud and become a decent apprentice. Oh no, Fadi is abgekratzert. Schade. You have a small house and a forge at your disposal. It's not much, but it's still better starting from scratch. Yo. Here your glorious path to wealth and heart of your beloved girl begins. But all this lies far ahead, and for now, kindle the forge. Ne, kindle the forge. Oops.
Time to blow the dust off my father's anvil. Let's see what I can still remember. Do you remember? Oh, Entschuldigung. Da ging's durch mit mir. Ja, wir müssen 5 Aufträge abschließen. Deswegen ehrlich gesagt, wir fangen hier mal an, das ganze Erz noch in Barren umzuwandeln, während wir schon mal aufmachen. Dann kommen hier vielleicht schon die ersten Leute reingeschneit gleich. Die laufen eigentlich immer von hier links ins Bild rein. Da kommt schon jemand. Ja, grüß Gott. Was wolltest du denn? So, sie möchte ein paar Scheren oder Klingen, so wie es aussieht. Da gehen wir gleich dran, sobald das der letzte Bahn hier durch ist. Jetzt. Wir müssen immer gucken, der Balken oben drüber, der darf halt nicht komplett leer laufen, sonst hauen die Leute ab. Und nehmen wir gleich den nächsten Auftrag noch an mit dem Hufeisen, zack. Your character has received a new trait. Characters can receive negative and positive traits. Each affects the character's behavior in a specific way. Carefully read the trait description and pick the best assignment for each worker. Auf gar keinen Fall. Ja. Nee, wir können hier verschiedene Vor- und Nachteile bekommen, die sich entweder ja eben vorteilig oder nachteilig auf den Charakter auswirken können. Da müssen wir drauf achten. So, du möchtest auch wieder Scheren, mein Gutes da, dann machen wir dir ein paar. Also ich denke mal, dass das Scheren sind, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Schafscheren oder sowas. So, ciao, ciao, hau rein mit deiner Bestellung. Jetzt hoffe ich mal, dass das Erz reicht für alle Bestellungen, aber ich denke schon, der möchte ein paar Nägel, das kriegen wir auch easy hin. Das spielt uns noch ein kleines Ständchen hier währenddessen, ist doch nett. So, tschüssi. So, eine letzte Bestellung. Und dann ist die Quest erledigt. Da kommt das alte Männlein reingeschneit. Was willst du von mir? Hufeisen. Jo, krieg ich hin. Easy. Oh, da schläft ein, während er auf die Bestellung wartet. Auch nicht schlecht. I'm running out of ore again. Time to dig a shaft. Sooner or later you start expanding your forge, building more rooms and even digging deep into the earth. Each forge needs a constant supply of ore. You can purchase it from the merchant, but it's much more efficient to mine it yourself. Let's dig a shaft right in our cellar. To expand and upgrade the forge. Also ja gut, man muss Baumenü, Raum, zack. Wir hätten gerne hier einen Minenschacht. Each room construction takes some time. You have to wait for the builder to finish the work. Jetzt musst du warten, bis der Bauarbeiter fertig ist mit dem Minenschacht. Mal gucken, ob wir die Aufgaben von dem Männlein noch hinkriegen, der da gerade kommt. Ups. Ja, ich habe nicht mehr genug. Oh, das ist doof. Ja, wie machen wir das jetzt? Dann müssen wir wohl bestellen. Dann bestellen wir wohl ein Ingot. Blub. Wird dauern, bis das hier ist. Wir können jetzt auch wieder schließen. Dann hauen alle ab. Uns kommt keiner mehr. Also alle, die hierher latschen, hauen ab. Wer schon hier war, bleibt. Die Aufgabe kann man dann noch fertig machen. Jetzt hoffe ich nur, dass der... Ja, da kommt der Händler reingeschneit. Ich hoffe, der kommt noch rechtzeitig. Das alte Männlein will flüchten. Der ist gleich weg. Ich glaube, das war eine doofe Idee. Das wird nichts mehr. Das wird, glaube ich, nichts. Schade. Nee, das klappt nicht. Ach, schade. Ach, Mensch. Ärgerlich. Excellent. Now choose the type of your new room. Each room has its own function and requires specific furniture. A room that doesn't have a function or the required furniture will remain inactive. An exclamation mark will notify you of that. Ja, das Ausrufezeichen da müssen wir klicken. Dies wird ein Minenschacht. Deswegen brauchen wir... Lasst mich gucken. Eine Mine. Und ein Lager, eine Lagerkiste, Mensch. So, das heißt... Small Chest. Ne, Moment, das machen wir anders. Zurück, ups. Upsa. Erstmal hier Mineneingang. Hierhin. Und die Small Chest hierhin. So,
So, und jetzt müsste das ein Minenschacht sein. Oder auch nicht. Create 1 von 2. Nein, nicht Storage. Nicht Storage. Du bist kein Storage. Du bist ein, hier. Eine Mine. Zack. So, da haben wir es doch. Das wollte ich. Die Mine ist fertig. Jetzt können wir rein theoretisch da runter gehen und selber Erz rausholen. Dann müssen wir nicht mehr einkaufen. Das ist doch praktisch, ist das. Dauert halt ein bisschen, das Zeug da rauszuholen. Aber ja. Was will man sonst machen? Das kostet mich sonst einen Haufen Kohle, die ich nicht habe. Und ja, allzu viel holt er da auch nicht raus. Desto besser wird, desto mehr kann er da, glaube ich, rausholen. Aber am Anfang holt er nur so ein oder zwei und ganz selten mal, glaube ich, drei auf einmal raus. Ah ja, diese Dinger, die wir da bekommen haben, sind ja sehr, sehr gut. Nicht schlecht. Gut. Additional Coins ist nicht schlecht. Will be framed in go. Ohoho. Und dies halt, ne? 30% schnellere Arbeiten, solange ich 75% über Energie und Schlaf bin. So. Das rupfen wir dann nochmal ein Popel raus und da hätte ich gesagt, legen wir uns mal ins Bettchen. Damit wir uns ein bisschen erholen können. Und mal essen müssen wir wahrscheinlich auch bald mal ein bisschen was, obwohl das hält sich noch ein bisschen in Grenzen hier. Ja, 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 Energie und Hunger. Hier sind noch die Skills, ne? Schmiedeskill, Schmelz, Verhüttungsskill, dann der Schleifskill, das haben wir noch nicht, wir haben keinen Schleifklotz oder Schleifbank bis jetzt. Und halt der Mining-Skill. Jetzt kommt wieder der Erzähler und erzählt mir was von wegen, ja, die Charakterenergie. Ah, dafür will ich mich hier gerade ins Bett legen, ne? Man muss die Leute schlafen schicken. Und ich finde, beim Schlafen können wir auch die Zeit beschleunigen, weil das läuft in normaler Zeit weiter und dann ist hier ja echt gar nichts los. Das wollen wir eher nicht. Deswegen wird die ganze Sache ja ein bisschen beschleunigt während dem Schlafen. Und dann gehen wir raus. Ups, jetzt habe ich komplett gepaust. Das wollte ich auch nicht. Jetzt werden wir das alles ein bisschen schmelzen hier, damit wir für morgen, beziehungsweise für heute, wenn es Tag wird, bisschen was auf Lager haben für die guten Leute. Damit die hier auch alle schön ihre Schmiedesachen abholen können. Mal gucken, was geht hier drüben ab. Ja, nicht so interessant. Hatte ich mir fast gedacht. Ja, was machen wir jetzt? Es ist noch nicht Tag. Gehen wir jetzt nochmal in die Mine so lang? Oh. Das sollten wir wahrscheinlich schon tun. Irgendwas müssen wir ja tun, Mensch. Gehe ich mal da rein, hol schon ein bisschen Erz raus, bitte, danke. Das wäre sehr nett von Ihnen. Das wäre voll toll. So, Arthur, komm, reiß raus das Zeug. Also ich kann mal da unten drauf achten, wie die EP steigt. Sehr viel Erfahrungspunkte sind das nicht, die man die bekommt. Jesus Gott. So, das reißen wir noch raus, den Popel, und dann müssen wir da hoch. Und dann lassen wir die Leute kommen. Jetzt ist Tag. Dann können wir gleich wieder ein bisschen Geld machen. Ein bisschen Fame werden. So, weg mit dem Erz und rauf da. So, wie man sehen kann, wir haben hier eben unser Gold, unseren Popularität, unseren Ruhm. Die Eisenbarren, das Erz. Dann haben wir hier noch, da steht dieser Inhalt, wird in späteren Updates freigeschalten. Sieht aus wie Holz, Bretter und wie Holz. Holz ist auch noch nicht freigeschalten, kommt in späteren Updates. Ich weiß gar nicht, das Spiel ist Early Access seit, ich glaube, nicht mal einer Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nicht genau darauf geachtet, wie lang. Ich weiß auf jeden Fall, es bockt, es macht Spaß. Das ist die Hauptsache. So. Ja, komm, du bekommst deine Hufeisen, mein Gutes da. Die habe ich gestern weggeschickt, aus Versehen. Nimm mit, die Dinger.
It's hard work in the forge alone. The village chief has sent you 3 young men who want to become your apprentices. This young man is new to the village. He came from Gascony. My name is Therese, Master Blacksmith. Monty is the local trickster and rascal. He tries to look like a nobleman in everything he does. My name is Monty, sir. I've wanted to become your apprentice for ages, if you will have me. Oh god, oh god. And this is Stone, winner of all the fights and wrestling contests in the village. I can do all sorts of things and I'm strong as an ox. I'm sure I'll be useful. Klopft den Stämmer ein. Now which of them is worthy of becoming your apprentice? England geht hoch. Frankreich verschlechtert sich der Ruf. Ja, ich glaube, ich nehme trotzdem Stone. Obwohl, der andere ist halt neu hier. Der könnte echt Dings brauchen, ne? Ne, wir nehmen Stone. Egal, jetzt komm. Thanks. I'll be of use to you. Now you have an apprentice. He will need a room where he can rest after hard work. Keep an eye on his level of fatigue and pay his salary on time. Your apprentice's skill will improve with time. And now, let's get to it. Accept and successfully complete 5 orders with Stone's help. Ja, dann, Narrator, the Forge's workers will demand to be paid to continue work. A refusal will upset them. Ich lese ein bisschen zu schnell. And if their mood drops further, the apprentice will leave the forge. If you want to get rid of a worker, you don't need to remove the stairs to the cellar. You can just fire them. Also ich muss sie nicht im Keller einsperren und die Treppe wegschmeißen. Das ist gut zu wissen. Hatte ich ja vor. So, dann hätte ich gesagt, wir stellen den Stone dahin und gehen mit dir in die Mine. You are a smith, right? In the name of his majesty, the Dauphin of Frost, I am authorized to collect the land tax for the good of your country. All of you just prey on honest people, no matter what you call yourselves. Are you paying or not? Ja komm, 12 Taler Steuern, Mensch. Frechheit ist das, Frechheit. Ja gut, jetzt brauchen wir für den Stone... extra? Brauchen wir jetzt für den einen extra Raum oder kann der im gleichen Bett pennen? Gut, das hätten wir. Komm, jawohl, Hufeisen hauen wir raus. Da muss ich mit dem gleich wahrscheinlich mal switchen. Damit der Gude dann hier drüben ein bisschen schmeltert. Während ich da unten Eisen rausrupf. Ja, viel ging da nicht. I return the money soon, I promise. Ah, das ist was Spezielles. Der macht jetzt Schulden bei mir, der Typ. Ich muss noch ein Dings machen, einen Bahn, sonst geht nichts. Der macht jetzt Schulden bei mir, der zahlt erst später, verspricht er mir. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was passiert, ob er zahlt oder nicht, ich habe keine Ahnung. Das wird sich herausfinden müssen. Wieso kann ich das nicht machen? Ich habe doch... Hä? Hey? Hallo? Oh, er hat sich die Hand verletzt. Also, viel zu spät. Kapiert. Oh, der kann für 80 Sekunden. Ja komm, dann lieg mal kurz ins Bett. Das ist jetzt ärgerlich, dass der sich jetzt hier ein bisschen... ja, nice. Hätte ich früher schalten müssen, habe ich aber nicht getan. Sehr geil. So, das Ding läuft eh aus. Das kriegen wir nicht mehr hin. Dann machen wir jetzt den Auftrag fertig. Und den auch noch. Ärgerliche Sache, dass er sich jetzt die Hand verletzt hat, Mensch. Ich habe zu spät geschalten. Stressige Sache. Jetzt kaufen wir aber, glaube ich, doch mal Erz. Ja, ich glaube, wir kaufen jetzt doch einmal Erz. Das mit der Mine, weil Stone kann nicht arbeiten. Und ich kann hier oben nicht das machen und die in die Mine gehen. Toll. Das kriege ich nicht mehr hin, bis das, der Lieferant kommt, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja. Da muss ich dich wahrscheinlich wegschicken, mein Freund Schnürschuh. Ja, 30 Sekunden kann er seine Hand nicht verwenden. Ich brauche... Erz. Nee, ich brauche Barren, kein Erz. Dich muss ich leider wegschicken, mein Freund. Und ob das was wird mit deinem Auftrag, weiß ich nicht.
Vielleicht schaffen wir es. Wie schaut's aus? 15 Sekunden. So, ich brauche 4. So, jetzt müsste das doch gehen, ne? Stone mit seiner kaputten Hand, ey. Menschenskinder, musste sich heute die Hand fetzen am ersten Tag, der Sepp. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja, gut, Stone muss die Aufträge machen. Das ist natürlich sehr nice. Das wird nicht funktionieren, solange er sich die Hand kaputt gemacht hat. Jetzt machen wir den Laden wieder auf. Jetzt geht's ja wieder. Jetzt hat er nur noch Arachnophobie. Habe ich auch. Ah ja, da ist ein Early Bird, der arbeitet lieber früh morgens. So, komm, du, den Auftrag machen wir. Das Erz haben wir jetzt. Attacke. Hau raus, hau raus. Sehr schöne Sache. Nächster Auftrag, den machen wir auch gerade. Wir haben ja jetzt die bisschen Erz auf Lager. Ist ja nicht schlecht. Damit der Stone, der Gute hier, ein bisschen Practice kriegt und sich nicht nochmal die Hand schreddert. Beziehungsweise crasht. Wer linst denn da eigentlich in mein Esszimmer rein da hinten? Wieso muss der mir in die Bude gucken, der Sack? So, Arthur. Oh, Arthur geht mal besser ins Bett ein bisschen. Wir schließen den Laden. Everyone seems to be talking about the war, like they've got nothing better to do. More than anything, I hope that the war doesn't reach his place, or both of us will end up doing hard labor instead of hard work. Ja, das stimmt allerdings. Da hat der Schmied dann die A-Karte gezogen, wenn die alle Waffen brauchen, ne? Da stehen sie alle da. Schmied, wir brauchen das und das und schieß mich tot. Ah, das ist unser Ruf, so wie es aussieht. Ich habe das im Tutorial immer nur im Büchlein nachgeguckt hier. Hier. Ja, gut. Das ist dasselbe wieder oben. Nice. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, jetzt gehen wir mit dem Stone mal ein bisschen in die Mine. Der kann nämlich Mining technisch nichts. Deswegen werden wir mit dem in die Mine gehen. Der Arthur pennt erstmal ein bisschen. Und der Arthur muss wahrscheinlich bald mal etwas futtern. Oh Gott, das muss der ganz dringend, ja. Sobald der wach ist, muss der essen. Oder jetzt, ah, das geht jetzt schon. Workers need to feed regularly. A hungry worker will make mistakes while forging and might damage the workpiece. If a worker remains unfed for a long time, they might starve to death. To cook food, you need to have enough provision in storage. It can be purchased from the merchant. Ja, jetzt lieg ich aber noch mal ins Bett, mein Freund. Jetzt holen wir noch mal beim Händler, kaufen wir ein bisschen Essen. You have no empty store place dingens left. Dann kaufen wir Brot. Ich habe keinen Platz für das Zeug, deswegen werde ich jetzt erst nur mal Brot kaufen. Und sobald du wach bist, mein Freund, geht's dann ab zum Kochen. So, jetzt kommt er einfach nachts in mein Haus und legt mir Zeug dahin und geht wieder. Ah ne, er muss es in die Kiste legen. Stimmt, er muss es in die Kiste legen. Da werden wir doch mal ganz kurz. Lasst mich überlegen, wo finde ich das nochmal? Ich bin verwirrt. Hier. Living Room Kitchen. Ach, kann ich da gar keine Kiste hinstellen in dem Fall? Ach so, ja gut, dann geht das wohl nicht, so wie es aussieht. Naja, halb so schlimm. Könnte schlimmer sein, könnte schlimmer sein. So, Arthur. Du musst dann futtern, Arthur. Du musst was futtern, Digga. Steh auf, du Sack. Fauler Lump. So, jetzt der Attacke. Essen. So, der Arthur wackelt zum Futter und der Stone... Der Stone kommt jetzt dann gleich mal aus der Mine raus und schmelzt mir das Zeug schnell ein. So, jetzt können wir hier beim Arthur gucken, der kocht jetzt. Er nimmt das Zeug aus dem kleinen Vorratsschrank und kocht es nebendran. Und dann stellt das auf den Tisch. Und wenn es auf dem Tisch steht, kann es, glaube ich, auch ein anderer Charakter futtern. Weil der stellt jetzt nur hin und isst es nicht sofort. Muss man auch gut drauf aufpassen. So, jetzt kommen Attacke, Futter. So, Stone, wie schaut's aus bei dir? Du gehst jetzt gleich mal ins Bett, dann hätte ich behauptet. Bisschen ins Bett liegen, mein Freund. Bisschen Energie tanken. Der futtert sich eins rein hier. Das muss der Stone doch wahrscheinlich auch bald mal machen.
So, sehr schön. Voller Energie. Die Energieanzeige die Energieanzeige entleert sich 1,5-fach schneller. So. Ja gut, während der im Bett liegt und der in der Mine ist, könnte ich eigentlich die Zeit ganz kurz ein bisschen... Düdüdü. So, Stone ist wach. Stone geht futtern. Geht nicht futtern. Warum geht Stone nicht futtern? Oh, ah. Ich hab wieder ganz Pause gedrückt, ich Depp. Da kann er ja nicht essen gehen, wenn ich auf Pause drücke. Kann ich lang probieren. So, jetzt ist dann bald Tag, oder? Wird so langsam hell. Ach, guck an, wenn ich weiter hochgehe, sehe ich den Mond. Ah ja, es ist noch ein bisschen Nacht haben wir noch. Stone, du sollst essen. So. Wie schaut es bei dir aus? Der Mining Skill braucht immer noch ein bisschen. Dauert noch. So, dann gehen wir. Wenn Stone gefuttert hat, geht Stone an die an den Schmelzofen und schmilzt das ganze Erz, das der Arthur da unten rausfischt. Ja, das machen wir so, das machen wir so. Habe ich eigentlich gar keine Story-Quest mehr, oder muss ich warten, bis der nächste Tag anfängt? Gute Frage, nächste Frage wahrscheinlich, ne? So, Arthur, komm mal raus da. Nee, warte, du kannst eigentlich rein theoretisch da unten weitermachen. Ich kaufe nochmal Brot nach. Ach, hier kann man Dings kaufen. So, so, Equipment für die Arbeiter. Ah ja, guck an, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen gehabt, dass das geht. Jetzt machen wir mal den Laden auf. Und dann stellen wir aber den Arthur an den Amboss. So, komm. Oh, da kommt der erste Auftrag rein. Dann machst du das schnell, so lang wie der Arthur hier hochkraxelt. Geht der schnell dahin. Ist ja egal, Hauptsache der Job ist dann, ne? Hauptsache wir kriegen die Kohle rein. So, du dahin, du dahin. Attacke. Die Kette. Sehr schöne Sache. Das läuft, das läuft. So, der Kurier ist beschäftigt. Ach, der ist noch am Zurücklaufen. Wer kommt da? Was willst du? Eine Bombe oder was? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oder eine Eisenkugel? Ich habe keine Ahnung. Warum holt man sich sowas bei seinem lokalen Schmied, Mensch? So. Keiner mehr da? Will keiner irgendwas? Machen wir mal auf und zu. Weiß nicht, ob es das bringt. Wahrscheinlich nicht wirklich was. So. Da guckt wieder einer in mein Haus rein. I've never seen this merchant in our village before. Stone, go and find out who he is and what he wants. Was? Merchant? Wo ist hier der Merchant? Ach, da drüben steht so einer, oder wie? Der hat sich sicher verfahren. Hey, big guy, call me owner. I didn't come here all the way from Languedoc to talk to an apprentice. Languedoc oder so. Denke ich mal, dass das so heißen soll. Get a move on, you oaf. Okay. Jetzt kommt der Chef, jetzt gibt's Stress. Have you come from afar? How can I help? I came from the south and I'm setting up some trade links. I can bring you whatever you want for the best price, from Damascus steel to precision instruments. Want to work together? That might be good. Don't even think of refusing. I barely escaped the bandits myself. The roads are unsafe. The thieves and bandits gather like vultures where armies have passed recently. You should agree, as I'm the bravest merchant of those prepared to offer their services to you. Bandits are all we need right now. If we're talking business, would you be so kind as to take an order from me? What should I make for you? What will I? If I can complete the order well enough, Antonio will supply me with indispensable goods from faraway lands.
Aber was machen wir? Da ist ja gar kein Unterschied, kann das sein? Machen wir einfach... Oh Gott. Ach du Heilige. Ja gut, dann hätte ich gesagt, Stone ab in die Mine. Arthur dahin, den Laden machen wir dicht. Wir müssen für den Man from Afar ein bisschen was craften. Ein bisschen viel craften. Du stehst gerade mal da an die Werkbank. Die Zeit läuft. Oh Gott, die Zeit tickt. Ich glaube, ich muss einkaufen. Ich glaube, ich muss einkaufen. Sonst wird das eventuell nichts. Das ist einiges, was ich da tun muss in der Zeit. Vielleicht hole ich den Stone jetzt und wenn er den Popel abgebaut hat, hole ich den Stone hoch an die Schmiede. Weil der Händler bringt mir ja gleich Erze wahrscheinlich. Da kommt er schon, dann können wir hoch. Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Wettlauf mit der Zeit. Oder gegen die Zeit. Der Spinner, ey. Was kommt der auch mit solchen Plänen hier an, ey? Der spinnt doch komplett, der Gude. Muss ich dem 5-mal Kette machen? Das sind ja allein schon 20 Erzmensch. Spinnt der denn komplett? Ja, Tatsache. Wieso habe ich die große Kiste gewählt, ich Dulli? Da muss ich ja gerade nochmal einkaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja stressig, ist das. Hoffentlich verletzt sich jetzt keiner die Hand, sonst war es das wahrscheinlich. Okay, gut, ich meine, es hält schon eine Zeit lang, bis der Auftrag fertig sein muss, aber... Ja, ist doch besser, wenn man es vielleicht zeitlich hinkriegt, ne? Mindestens Kino. Ja, die Hufeisen haben wir jetzt gleich durch. Unser Erz ist auch gleich durch. Das heißt, wir kaufen nochmal eine 20er Kiste. Das geht zwar böse auf den Geldbeutel, aber was will ich machen? Was getan ist, ist getan. Was erledigt wurde, ist erledigt, ne? Der kriegt hier wenigstens schön Schmelzerfahrung jetzt. Und der Arthur, der müsste gleich mal... Nee, das dauert noch. Oh, das dauert noch ein bisschen länger. Ach ja. Das wird. Mhm. So. Noch 4 Ketten. Was ist das hier eigentlich? Ach, der kriegt 10 pro Tag. Muss ich die selber? Muss ich das selber zahlen oder kriegt er das automatisch am Ende vom Tag? Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber ich sehe hier auch keinen Knopf zum Zahlen irgendwie. Ah, ich kann hier... Ah, ja. Guck an, hier kann ich noch mehr Leute einstellen, beziehungsweise wenn ich mehr Platz habe, kann ich mehr Leute einstellen. Anscheinend reicht der Platz nicht. Unser Ruhm ist auch gleich auf, oder bald mal auf 20 von 20. Keine Ahnung, was das bedeutet. Keine Ahnung, was dann passiert, aber es ist wohl so. Boah, ich glaube, danach legt sich der Arthur aber erstmal ins Bettchen. Beziehungsweise, der könnte sich eigentlich jetzt auch schon ins Bett knallen, dann ist er bald wieder wach. Das kriege ich jetzt doch noch gut allein hin hier. Besser als erwartet. Schneller als erwartet. Aber immerhin, hey, wir haben es in der Zeit geschafft. Besser, wie das die Zeit abläuft. Aber nicht, dass ich mir nachher irgendwie... Dass ich mir nachher irgendwie die Chance verbaue, an geile Waren zu kommen. Wobei ich wahrscheinlich nicht denke. Ich denke, das ist einfach so ein Typ, der uns auch probiert, über den Tisch zu ziehen. Ich habe keine Ahnung. Oder das ist wirklich ein Händler für exotische Dinge, die wir sonst nicht bekommen können. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So, komm, jetzt gehen wir schnell an den Amboss und machen die Kette fertig. Die Ketten fertig. Den Shop lassen wir zu. Der Arthur liegt im Bett. Ach ja, jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Schöne Sache. Well then, not bad, not bad. I can see you're a reliable reliable one. Ich wollte Person sagen. My shop is at your disposal. I'm sure we will have a profitable partnership. I'm sure you mean mutually profitable? Yes, yes, that's exactly what I meant, of course. The higher your forge prestige, the more appealing it looks to rich clients. By increasing your forge prestige and upgrading the stall, you can attract moneybags who are willing to pay much more for their order than peasants.
In addition, stall upgrades will increase your maximum workshop storage space for wooden ingots. Prestige is increased when you complete orders, but it has an upper limit. Upgrade the house decoration to increase your prestige limit. With a stall like this, you can only expect bumpkins. Time to change this ramshackle shed for something more respectable. To upgrade your stall, open the room construction menu and press the stall upgrade button. Nö. Das tue ich nicht. Upgrade stall. Furnish furniture, choose the room type, change room structure, change room design. Hier ist es nicht Baumenü. Nein, nicht Raum bauen. Ha. Build the room. Ah, oh, ups. Was haben wir eigentlich hier? Schlafzimmer. Change room structure. Ups. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass die Leute hier. Der Stone, wie sieht's aus? Der schmiedet noch munter weiter. Der Arthur steht gleich auf. Nicht schlecht. Machen wir nochmal den Laden ganz kurz auf. Vielleicht kommt noch jemand angewackelt, bevor es dunkel wird. Wer weiß, wer weiß. Dann kann der Arthur raus in die Schmiede und der Stone legt sich ins Bett. Ja, guck an, da kommt ja noch jemand. Oh. No, ich kann die... Oh nein, dann nicht. Ja, das ist doof. Das wird wohl nichts ohne die nötigen Bücher dafür, ne? Ärgerliche Sache. Achso, Moment, das ist die falsche. Wollte ich gar nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Was mache ich denn? Was ist das für eine Taste? Upgrade the stall. Ach, the stall, nicht das Haus, ich depp. 200 Gold Coins. Ja. Hab ich nicht. Da muss ich noch ein bisschen sparen dafür, hätte ich behauptet. Nice Sache. So, der Stone ist am Stonen und der Arthur am Schlafen. Ne, der Stone ist am Erzabbauen, der Arthur ist am Schlafen. Dann hätte ich behauptet, das war's für heute mit Anvil Saga. Mir ist gerade der Name nicht mehr eingefallen, Menschkinder. Das war's für heute mit Anvil Saga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden hier noch öfter reinschauen, denke ich, weil es macht schon ziemlich Spaß. Der Story-Modus ist auch angenehm. Du wirst nicht komplett erschlagen, du bekommst immer ein bisschen häppchenweise die Story dahin geschmissen. Das ist ganz nice so, das ist ganz okay. Nochmals danke fürs Zuschauen. Schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Video in einem anderen Video. Ciao, ciao.